Als Kurator der Graphischen Sammlung des Kurpfälzischen Museums hier in Heidelberg sind Sie auch zuständig für die Ausstellung und für den Aufbau der Ausstellung mit Dürrenmatt-Karikaturen. Wie viele Exemplare werden denn die Besucher und Besucherinnen sehen können? Ja, es sind fast an die 100 Kunstwerke von Dürrenmatt, größtenteils Zeichnungen, Karikaturen und wir zeigen auch ein Gemälde. Und in Reproduktion haben wir dann noch die sogenannte Sixtinische Kapelle, das WC, was Dürrenmatt ausgemalt hat und dann selbst seine Sixtinische Kapelle genannt hat. Also eine Nachbildung eines Klos, eines Schweizer Klos, das ist die Besonderheit, Genau. und des Klos von Friedrich Dürrenmatt, das muss man sich anschauen dann. 100, sagen Sie, Karikaturen, man weiß gar nicht so recht, dass Dürrenmatt auch ein bildender Künstler war. Man kennt ihn als Schriftsteller, als Theatermann und so weiter, aber dass das auch zu seinem Schaffen gehört, ist doch verhältnismäßig unbekannt. Das ist verhältnismäßig unbekannt, kann man aber eigentlich schon seit den 1970er Jahren spätestens wissen. Denn dort erschienen im Diogenes Verlag Publikationen, die ihn als bildenden Künstler zeigen. Trotzdem hat sich das im allgemeinen Bewusstsein nie so wirklich durchgesetzt, dass er sehr stark bildnerisch, künstlerisch arbeitet und das auch schon seit frühester Jugendzeit. Das ist immer parallel zu seiner Schriftstellerei gelaufen. Dabei Malerei, also er hat ein großes malerisches Œuvre, aber ein noch viel größeres zeichnerisches Œuvre, weil er die Zeichnung auch an seinem Schreibtisch anfertigen konnte. Also konnte er parallel arbeiten. Er konnte an der Schreibmaschine sitzen oder mit Stift und Feder seine handschriftlichen Worte formulieren, die Sätze und eben auch die Zeichnungen. Also das ist die Werkstatt sozusagen gewesen, wo er diese Karikaturen geschaffen hat. Nicht alle wahrscheinlich, aber üblicherweise. Welche Techniken hat er da eingesetzt? In den Techniken ist Dürrenmatt sehr heterogen. Er verwendet viele, viele unterschiedlichste Techniken. Das reicht wirklich von einfachsten Bleistiftzeichnungen über verschiedene Tinten, Collagen. Er arbeitet in Farbe mit Buntstift, Filzstift sehr gerne. Gerade die späten Sachen sind häufig mit Filzstift gezeichnet. Da nimmt er alles, was ihm gerade vor die Flinte läuft. Vor den Stift läuft Vor den vielleicht Stift auch. läuft es noch besser. Sind das Bilder, die für sich selber sprechen, die den Humor in sich selber tragen? Oder hat er dazu auch beschriftet? Dürrenmatt verzichtet eher selten auf Schrift. Es gibt Zeichnungen, die praktisch keine Schrift weiter brauchen, wo er keine Schrift weiter zugesetzt hat. Aber in der Regel hat er doch immer Schrift zugesetzt und das ist manchmal auch von gehöriger Länge. Viel zu lesen in den Bildern. Ja, in den Bildern überhaupt. In der Ausstellung hier hat man doch eine ganze Menge zu lesen. Was sind die Themen, die er bearbeitet? Also ich habe vorhin beim Reinkommen, die Ausstellung ist jetzt noch nicht fertig, gesehen, dass er sich auch mit Goethes Faust karikierend beschäftigt hat. Das ist ein Beispiel dafür, dass er gar keine Schrift verwendet hat in diesen Zeichnungen. Da hat er die einzelnen Szenen vom Faust genommen und die bildlich umgesetzt. Und Philosophievorlesungen, die daneben hängen, auch in Form von Karikatur zusammenkondensiert. Ganz anderer Fall. Bei den Philosophievorlesungen, die wirklich in der Universität, in der Anfangszeit seines Studiums entstanden sind, da hat er die Ideen, die vom Professor ihm vorgesetzt wurden, bildlich umgesetzt. Und statt mitzuschreiben, hat er bildlich die Ideen verarbeitet, sofort in Bilder verarbeitet. Und deshalb hat ihn auch der Professor für einen seiner fleißigsten Schüler gehalten, weil er immer gedacht hat, er schreibt mit, Dürrenmatt schreibt mit. Dabei hat er das immer bildlich umgesetzt und nicht nur schriftlich in Buchstaben. Es gibt dann auch verhältnismäßig intime Karikaturen. Sie haben mir ja erzählt vorhin, dass er täglich seiner Frau zum Morgengruß eine Karikatur geschickt hätte. Davon sehen wir in der Ausstellung auch einige Originale. Ja, das ist richtig. Die sind ganz wunderbar. Die sind auch tatsächlich sehr intim manchmal. Manchmal sind sie auch einfach Unmutsäußerungen über Dinge, die ihm nicht gepasst haben, die gar nicht unbedingt was mit der Beziehung zu tun haben, aber ihn bewegt haben. Und so konnte er sich Charlotte Kerr immer mitteilen. Und es ist auch immer das Nashorn dabei, mit dem er sich selbst identifiziert
Und fast immer ist eigentlich auch die Tigerin dabei oder zumindest angesprochen, was eben die Figur für die Charlotte Kerr gewesen ist. Da könnte man ins Grübeln kommen mit ein bisschen zoologischem Wissen. Die Frau, die Ehefrau, eine Tigerin, der Mann ein Nashorn. Was ist das für ein Verhältnis zu beiden? Haben Sie da eine Idee? Ja, es ist ein Verhältnis von ganz verschiedenen Temperamenten, würde ich denken. Das trifft es, glaube ich, am ehesten auch mit diesen Figuren, dass Dürrenmatt eben das Schwergewicht ist, was auch nicht unbedingt an großer Bewegung interessiert ist, sich ins Detail vertieft und der Ruhepol der Beziehung ist. Und Charlotte Kerr, die Tigerin, eher wirklich die ist, die Bewegung in die Beziehung bringt. Und das tat Dürrenmatt und Charlotte Kerr gleichermaßen gut. Gibt es auch politische Karikaturen? Politische Karikaturen gibt es jede Menge. Dürrenmatt war sehr politisch. Und wir zeigen vor allem Karikaturen politischer Natur, die auf die Schweiz gemünzt sind. Mit den entsprechenden Erläuterungen. Ich habe gelesen, sein Stil, wenn man das bei Karikaturen pauschal sagen kann, habe expressionistische Züge. Würden Sie das auch sehen? Ich glaube, dieser Terminus greift viel zu kurz. Er würde Dürrenmatt in seinen wirklich sehr unterschiedlichen Möglichkeiten etwas einengen. Ich denke, dass Dürrenmatt wirklich vielseitig in seiner gestalterischen Kraft war. Er hat eben diese ja eigentlich schon fast niedlichen Filzstiftzeichnungen genauso machen können wie sehr anspruchsvolle Kugelschreiberzeichnungen, die düster sind, die wirklich auch schweren Inhalt in sich tragen. Das konnte Dürrenmatt praktisch im Handumdrehen zwischen diesen Polen wechseln. Und um zum Schluss nochmal auf die Toilette zurückzukommen, diese Wandmalereien und Deckenmalereien und Türmalerei, die man da auf dem stillen Örtchen erleben konnte, ist das gemalt oder sind das auch Zeichnungen gewesen oder sind noch Zeichnungen? Auf der Toilette hat er gemalt. Es ist eine Malerei mit Acrylfarben über einer Vorzeichnung. Und das ist sehr bunt. Und wenn er sich da mit Michelangelo vielleicht nicht vergleicht, aber eben doch sein Humor widersprechen lässt, denn das ist ja seine freche Hinwegsetzung über das Künstlertum, was ja Michelangelo in sich verkörpert. Gut, also wünschen wir der Ausstellung viel Erfolg. Man lernt einen Schriftsteller, den jeder irgendwann mal gehört hat, den Namen zumindest, Besuch der alten Dame, auch das hat man gehört, aber eben das zeichnerische Werk, die Karikaturen, das ist eine neue Erfahrung, die jetzt hier geboten wird. Das ist, glaube ich, für viele eine ganz neue Erfahrung und man darf Dürrenmatt auch nicht unterschätzen in seinem künstlerischen Schaffen. Ich finde ihn teilweise auch grandios modern, wenn man daran denkt, dass er als Student sein Mansardenzimmer in Bern ausgemalt hat, dann habe ich den Eindruck, dass es sich praktisch um ein Graffiti handelt. Er hat da eigentlich vom Stil her einen Graffiti an die Wand gebracht. Wenn man das heute sieht, denkt man, das könnte eigentlich so auch an irgendeinem S-Bahnhof in Mannheim sein. Ist natürlich nicht gesprayt, aber es hat trotzdem erstaunliche Ähnlichkeit mit sowas.